Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Life is Strange True Colors, Folge 8. Wir sind hier in der Mine und suchen jetzt Ethan. Aber davor... das hatten wir jetzt alles schon, es hat er leider jetzt nicht gespeichert. Hat ein Indie-Kino? Beeindruckend. Ich habe am ersten Tag einen Job an Land gezogen. Vielleicht ist dieser Neuanfang noch zu retten. Ja, das hatten wir alles schon. Ducky hatten wir auch. Reginald McAllister, der dritte. So, alles klar. Los geht's, wir haben eine Menge zu durchsuchen. Und ich will mir natürlich wieder alles angucken, also... Lassen wir uns ein bisschen Zeit. Ach, wirklich? Betreten verboten. Dieses Gelände ist Privatgrundstück der Typhon-Minengesellschaft. Nur autorisiertes Typhon-Personal ist zugelassen. Verstöße werden strafrechtlich verfolgt. So richtig geheimnisvolle Musik und so. Ah, feier ich schon ein bisschen ab. Cool. Eine Mörderscheune. Warum cool? Was ist, wenn Ethan da drin wäre? Mach dir doch mal Sorgen, Kittchen. Das ist unfassbar. Nein. Und nochmals nein. Sind Sie bereit für die Arbeit? Tragen Sie einen Schutzhelm, Arbeitsstiefel mit Stahlkappen, robuste Handschuhe, reflektierende Kleidung, eine positive Einstellung? Naja, wenigstens die positive Einstellung hättest du dir doch aber mal jetzt hier gerade hier geben können, oder? Weil ist die Musik richtig laut gerade irgendwie. Offenes Tor. Aha. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Julie McNamara is a fucking skank. Okay. So. Hm? Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Zum Glück hat Gabe sie noch erreicht. Typhon-Minengesellschaft, Sprengungsankündigung. Geplante automatische Sprengungen. 28. April, 21 Uhr. Vor der Detonation werden in Gebieten Warnsirenen zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Hatten wir ja schon mal gelesen. Hier komme ich nicht rein. Alles klar. Ist ein bisschen dunkel jetzt hier gerade, aber ich hoffe, das ist okay. Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Ach komm, nö. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. Das ist richtig. So. Das Tor, hier ist nichts, hier ist noch eine Maschine. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Ja, klar. Dazu müsstest du das Ding erstmal in Bewegung kriegen, Fräulein. Guck mir in die Augen. Hallo? Hallo? Ja, dann nicht. So, ich glaube, wir haben hier nichts mehr. Ah. Okay. Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Ja, Arbeit halt, aber... Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Okay, beide haben Emotionen aufgeladen. Oh, da ist sogar... Sieht ganz schön mitgenommen aus. Was damit wohl passiert ist? Ich hab dich, ganz ruhig. Alles wird gut. Oh Gott, scheiße. Wir leben noch. Waren das alle? Ich muss durchzählen. Okay, da haben wir eine neue Erinnerung. Jet Helm. Kapitel 1.
So viel passiert auf einmal. Eine Angst, die deine Sicht einschränkt, Teile deines Gehirns abschaltet, sodass du nur noch das Hämmern deines eigenen Pulses in deinen Ohren fühlst, sowie den Drang, dich rauszuwühlen. Sobald Jet das Tageslicht sah, trieb ihn die Angst an, wollte, dass er nach Hause rennt und die Mine hinter sich lässt. Er widerstand ihr, bis sie wehtaten, und ging zurück, um die anderen rauszuholen. Scheiße, ich glaub nicht, dass ich je so mutig war. Okay, geil. Wow. Sobald Ethan in Sicherheit ist, stoße ich auch mit an. Wir trinken auf das Wohl von Jet Lucan, der uns hier am 30. Dezember 2008 aus der Hölle gezogen hat. Ja. Heißt der Typ. Okay, wir können nicht mit denen reden, aber es gibt auf jeden Fall Emotionen. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Alex, warum? Warum hast du nicht? Es bringt nichts, irgendwem die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Er hat recht. Alles, was zählt, ist Ethan zu finden. Aber er denkt natürlich trotzdem, warum haben wir nichts gesagt? Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Okay. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist? Interessant. Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da! Das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja. Gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay. Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich... Ich wollte dich nicht unterbrechen jetzt. Wo ist er denn jetzt? Gabe, du bist wirklich ein toller Vater. Mäßiger Typ. Kriegst du's hin? Hab schon länger kein Schloss mehr geknackt. Bin nicht in Topform. Glaubst du wirklich, der Comic hilft uns, ihn zu finden? Denk schon. Ethan scheint eins dieser Kinder zu sein, das einfach alles durch seine Fantasie filtert. Wenn wir diesen Ort so sehen können wie er, dann finden wir bestimmt raus, wo er ist. Okay. Dann tun wir es. Warum? Warum hast du nicht? Es bringt nichts, irgendwem die Schuld zu geben. Wir müssen ihn einfach finden. Schnell. Gabe ist beim Tor. Mal sehen, ob ich aus dem Comic schlau werde. Ich glaube, Thanos ist woanders lang gegangen. Okay. Du musst auch noch das Gleiche zu sagen, wa?
Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan scheint zu wissen, was er tut. Ich bin froh, dass er hier ist. Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Ach so, Warte, also... ist Ethan... Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Versuch, das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Es soll ihm einfach nichts passiert sein. Dann ist ja alles super. Dann ist es hier aufregendes Abenteuer, wie schön, bla bla bla. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Gott. Bin da, ich kann da gar nichts erkennen irgendwie. Die Leiche einer Wolkenschlange. Vielleicht, wenn man eine höhere Ebene erreicht. Okay, naja. Wir müssen einfach nur nach oben. Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Gucken wir erstmal, wie wir hochkommen. Wechsle während einer Unterhaltung mit RB zwischen Entscheidungen und Objekten. So, Nimm doch rot. Es ist doch immer rot. Okay. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, auf welche Frage ich gerade geantwortet habe, aber... Oh ja, die sehen sicher aus. Ja, da können wir schon mal vergleichen sogar. Hi, gruselige Bruchbude. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Digga, so eine kaputte Fabrik. Ganz schlimm. Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Gut zu wissen. Das kam im Comic nicht vor. Okay. Bleibt ja nur die Treppe. Ja. Yes. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Okay, aber wie ist er hier rausgekommen? Kein Plan. Ich sehe mich mal um. Etwas sagt mir, dass ich danach ganz sicher eine Tetanus-Impfung brauchen werde. Ja. So, hier war sonst nichts mehr, oder? Doch, oh. Da hätte ich ja beinahe eine ganze Menge übersehen. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Ah, Junge. Und zoom halt noch nah ran, Alter. Zoom halt noch nah ran. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Ich glaube, Vaynor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Ach, hier ist er. Okay. Na gut.
Hier sind noch ein paar Sachen. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Ja, es wird das Gleiche sein. Ryan scheint zu wissen, was er tut. Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Au! Verdammt! Ein Versuch war's wert, oder? Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein. Mal sehen, ob ich's rausfinden kann. Ja, wir wissen es ja schon. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Ja, okay. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, ne? Zumindest alles, was ich so grob erstmal gesehen habe. Dann gehen wir die Treppe hoch. Die Krähe brauchen wir nicht nochmal anzugucken. So, Schalltafel hatten wir schon. Hoch damit. Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Das kam im Comic nicht vor. Ist klar. Ich finde es auch schön, dass man den Comic nicht zwingend braucht. So, wir gehen hoch, dann sind wir so an der Brücke oder was? Hat er sich da irgendwo festgehalten? Ach du Scheiß. Oh. Wenn ich sowas ähnliches in der Richtung, oder? Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Jo. Oh. Ist nicht im Comic. Gut. Noch nicht. Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Ah, das Teil da, ne? Er ist, ja, da, das Ding. Da ist er raufgegangen. Und er dann, oh Gott. Das Schlangending in Ethans Comic. Kann dieser Hinweis da oben eigentlich mal weggehen? Ich hab's verstanden jetzt. Genau, da geht er hin, dann geht er da nach oben. Ja, genau, siehst du? Und dann hält er da Ausschau. Ah, danke. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße. So, wir haben hier noch einen Kettenzug. Vielleicht gibt es einen Versuch wert. Achtung! Hey, cool. Du hast die Tür geknackt. Ja, man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buch steht. Jo, dann müssen wir jetzt wieder runter. Bringt ja nichts. Und da wieder raus. Irgendwie anders ins Gebäude. Aber als ob er, stell dir mal vor, der wäre da runtergefallen. Wäre tot gewesen, hier in diesem Gebäude. Echt wieder schrecklich, ja, diese Gedanken. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex?
Thanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan! Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Shit. Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Weißt du, du das sagst, glaube ich dir sogar. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Durch, Ethan. Ich komme. Oh Mann. Ja, wenn das mal gut geht. So. Oh, ich kann mich nicht umdrehen. Nächste Folge, Freunde, geht's an dieser Stelle hier weiter. Und dann gucken wir mal, wie das hier jetzt funktioniert mit dem Ausflippen und so. Er ist stark verängstigt. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, wie wir mit klarkommen. Sehen wir in der nächsten Folge. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.